Regencover für Rucksäcke sind meiner Meinung nach vollkommen überflüssig. Zum einen sind sie sperrig und schwer, vor allem wenn man bedenkt, dass sie die meiste Zeit überhaupt gar keine Verwendung haben. Zum anderen blockieren sie den Zugang zum Rucksack, was gerade bei schlechtem Wetter zu einem unglaublichen Nervfaktor werden kann. Aber selbst wenn man diese Nachteile ignorieren würde, halten sie meiner Erfahrung nach überhaupt nicht alle Sachen trocken. Sie haben logischerweise eine große Öffnung am Rücken, wodurch früher oder später immer Wasser ins Innere kommen wird und den Rucksack von innen durchnässen wird. Im Starkregen von Schottland habe ich sogar Leute gesehen, bei denen das Regencover nicht nur keinen Regen abgehalten hat, sondern eher im Gegenteil, es hat Regen gesammelt. Es gibt jedoch eine viel bessere Alternative. Diese ist nicht nur zuverlässiger, sie kostet auch weniger und sie ist auch viel, viel leichter. Was ich meine, ist eine ganz simple Plastiktüte, mit der man den Rucksack komplett von innen auskleidet. Mit einem Müllsack oder einem speziellen Packliner kann man so den gesamten Inhalt vom Wanderrucksack komplett wasserdicht verpacken und man wird nie von schlechtem Wetter überrascht. Und das Beste ist, für meinen 50 Liter Wanderrucksack wiegt das Ganze nur 30 Gramm und nimmt überhaupt gar keinen zusätzlichen Platz weg.